herzlich willkommen zurück zum dritten Spieltag der zweiten Saison mit Borussia Dortmund hier beim FIFA 12 Let's Play. Heute geht es zu Hause im Signal Iduna Park gegen FSV Mainz 05. Mainz in den dritten Trikots. Nö, in den Auswärtstrikots können die ruhig spielen. Ich habe schon wieder einen kleinen Kabelfitz. Nee, doch nicht. Sah nur so aus. So, Signal Iduna Park, 8. September 2012. Anstoß um 18.30 Uhr. Schiedsrichter Heimo Wasserschneider, Profi 7 Minuten und es ist trocken. Mainz spielt im Tor mit Wettlo, dann Postbech, Bungert, Svensson, Fatih, Schuster, Polanski, Yaya, Lomadi, Stieper und Uja. Auf der Bank Lani, Kirchhoff, Schupo-Moting, Zalai, Karius, Pinola und Strasser. Borussia Dortmund heute leicht verändert in der Startaufstellung. Ich würde einfach mal ein bisschen was umtauschen. Ein bisschen was austauschen. So besser. Lassen wir mal ein paar andere Leutchen spielen. Im Tor wie immer Weidenfeller, Löwe auf rechts. Subotic in der Abwehr zusammen mit Kauker. Die Leihgabe, glaube ich, aus Tottenham. Ist heute in der Innenverteidigung. Da ist er um Hummels letzten Woche ein bisschen Wirbel gehabt. Wollte ich ihn einfach mal draußen sitzen lassen. Links Schmelzer heute von Beginn an dabei. Defensiv Bender und Gündogan. Götze auf rechts. Kagawa Mitte. Contraro im linken Mittelfeld ersetzt den verletzten Shaqiri. Im Sturm wie immer Lewandowski. Der Torhüter auf der Auswechselbank ist Lengerek. Des Weiteren sitzen draußen Piszczek, Hummels, Leitner, El-Sharawi, Großkreuz und Lukas Barrios. Mainz hat das erste Saisonspiel gegen Schalke 0-4 verloren und dann 2-0 gegen Frankfurt gewonnen. Verletzt ist einzig und allein Wollscheid, ich glaube Innenverteidiger. Gündogan, und da gibt es erstmal ein schönes Standbild. Und der Innenverteidiger ist ein bisschen laut. So, ein Schüsschen noch mit Gündogan. Und da würde ich mal sagen, wir beginnen hier. Lewandowski, der es durchschießt. Boah, hätte er noch ein bisschen laufen können. Flanke, das wieder Lewandowski. Jetzt sind wir wirklich bereit. Und hält den Ball sicher. Contraro ist auch noch gut gelaufen. Da war Kauker gerade eben gewesen. Ich dachte, ein Kopfball reingekommen. Da war Gündogan gerade eben mal ganz gut auf rechts. Gehen auch sehr, sehr viel auf den Außen mit, was ich sehr schön finde bei ihm jetzt. Wow, der ist schnell, der setzt sich auch mal außen durch, verliert jetzt hier aber leider den Ball. Trotzdem haben wir noch einen Wurf. Ja, mal Contraro. Flanke ist zu weit. Da kommt kein Dortmunder ran. Oh, jetzt lag er bei nach vorne, das ist abseits. Erstmal noch Weidenfeller sicher raus. Ballverlust. Gute Grätsche davon. Ja, trotzdem nicht im Ballbesitz. Schmelzer, Vorteil für Mainz, Gündogan. Kommt an den Ball nach dem Steilpass. Schmelzer schickt, er versucht,
Turnraum zu schicken. Das ist ziemlich schief gegangen. Von Bender. Er schafft Kagawa und zu schicken. Was war abseits? War das tatsächlich abseits? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, ganz knapp hätte ich hochspielen sollen auf Götze vielleicht. Der wäre nicht im Abseits gewesen. So stimme ich den Schiedsrichter zu. Schmelzers erster Einsatz ist auf der Linksverteidigung, genauso wie erstes Spiel für Kaufmann der Bundesliga. Und wer noch? Das war's doch schon. Über die erste Spiele der Saison bestreiten. Namakoka setzt sich durch, gerade so. Aber immerhin durchgesetzt. Jetzt wird Kohntrauch auf links geschickt. Er hat viel Platz. Schickt Lewandowski. Der dürfte nicht abseits gewesen sein. So ist es. Lewandowski. Pfosten. Das 1:0 für Borussia Dortmund nach dem Lewandowski. Mit viel Pech den Ball am Pfosten geschossen. Jetzt wieder Kohntravo. Setzt sich wieder auf links durch. Flanke kommt und ist Götze. Oh, der springt vorbei. Vielleicht eine Sekunde, nicht mal eine Sekunde zu früh abgesprungen. Hätte auch reagieren müssen. Dann daher, ja, sehr schön den Körper reingestellt, sicher nach außen spielt auf Löwe. Ja, dafür Götze jetzt ein bisschen auf rechts sehen, da unterstützen kann. Steht einfach mal lang die Spitze auf ihren Lewandowski-Ball, kommt nicht ganz so wirklich durch. Jetzt kommt er wieder, muss er auf der Außen aushelfen, macht er das gut. Einwurf für Mainz. Ach, der Ball von Schmelzer ist ein bisschen zu steil. Lewandowski, den nimmt Wettbewerb ganz sicher auf. Ja, ein Ruckler. So, jetzt Freischuss für Mainz. Relativ, ich setze das relativ und das gut in Klammern. Abwehrarbeit hier von Dortmund. Irgendwie hat man rausgestichelt. Kopfballtor. Boah, Postpech, wie geht denn das? Ich glaube, der Innenverteidiger mit dem Ausgleich in 31. Minute. Ich glaube, da war Löwe zugeteilt. Aber man kann so einen kleinen Mann nicht so einem großen Verteidiger zuteilen. Eigentlich war Gündogan zugeteilt, der läuft weg. Und dann kommt der Kopfball auf Höhe des 11-Meter-Punktes. Und solche Kopfballtore sind immer ganz, ganz blöd für den Torwart. Da sieht er nie wirklich gut aus. Jetzt Kontrao setzt sich schon auf den Außen wieder durch. Flanke kommt, das Lewandowski. Boah, schade. Wäre fast die erneute Führung gewesen, wäre ich im Gegenzug. Wettlos aber auf den Posten. Ja,
Neu Kanama kam bisher recht wenig. Jetzt Götze, wieder fehlt was. Okay, und irgendwie mehr so daneben. Jetzt raus auf Schmelzer. Wieder fehlt links jemand. Und das ist der Ballverlust. Gut gemacht von Jayalo. Jetzt Kauke aushelfen. Schöne Grätsche. Gut weggelegt. Einwurf für Mainz. Jetzt köpft dann auch noch weg. Diese ganz, ganz kurzen Ruckler, die sind ein bisschen anstrengend. Danke, irgendwie spielen alle daneben, beziehungsweise spielt gar keiner. Jetzt Kontergelegenheit. Lewandowski, Pass von Götze, Lewandowski ist durch. Oh, schießt der Torwart an, schade. Da kam Vetto ziemlich schnell raus. Oh, Foul von Bender, das müsste gelb geben. So ist es auch. Ist keine Zweifel, er rennt dort nur in den Mann rein. 45. Minute jetzt bereits. Die Abwehr, die steht noch nicht so sicher. Da fehlt es noch ein bisschen an der Absprache. Das war jetzt schönes Zusammenspiel. Kagawa ist durch. Oh, scheitert wieder am Keeper. Jetzt auch noch Pech hinzu. Nochmal die Chance, kurz vor der Pause. Vielleicht jetzt. Wieder Kagawa. Jawohl. Führung für Borussia Dortmund. Vorlage kam von Götze. Wenn man die beiden Chancen nach vorne gesehen hat, kommt das hier nicht überraschend. So, Halbzeitpause jetzt hier im Signal Iduna Park. Dortmund führt meiner Meinung nach recht verdient mit 2:1. So, mal sehen, wie wechseln wir denn jetzt. So, erstmal die anderen Ergebnisse. Das habe ich ganz vergessen. Köln, Hoffenheim 0:1, Schalke führt 1:0 gegen Kaiserslautern, Hamburg, Leverkusen 1:1, Hannover führt 3:1 gegen Nürnberg, Bayern, München liegt in Wolfsburg 1:0 zurück, Bremen führt 2:1 gegen Hertha. So, wie tauschen wir denn jetzt? Okay, hat nicht so ein prickelndes Spiel bisher gemacht, aber ich würde ihn ganz gern drinnen lassen. Wir wechseln nicht. Wir spielen erstmal noch so weiter. Das hat ja bis auf das Gegentor recht gut geklappt. Kommen wir ein bisschen Stimmung rein. Wir alle daneben, die Mitte ist recht frei. Subotic kommt aber gerade noch so ran. Jetzt Kontergelegenheit. Kagawa. Die Mitte auf Lewandowski. Lewandowski setzt sich durch. Schießt, will schießen, wird aber geblockt. Das sah jetzt nicht so schlecht aus vom Ansatz her. Noch gescheitert. So, Nürnberg wechselt Polanski raus. Strasser kommt rein. Nürnberg wechselt nicht. Eins wechselt.
Warum ist denn noch ein Nürnberg? Oh, jetzt ist Mali durch. Stellungsfehler hinten in der Abwehr. Subotić ist aber irgendwie noch da. Reihenfehler wäre auch schon rausgekommen. Jetzt Contraro. Der ist ja sehr, sehr viel gelaufen. Jetzt setzt er sich wieder durch. Schickt Lewandowski. War aber abseits. Eigentlich sollte der Ball runter auf Kadava gehen. Ja, auf Kadava, der wäre natürlich definitiv nicht im Abseits gewesen. So, 54. Minute. So, der wird jetzt ausgeführt. Dann setze ich mich jetzt mal an den ersten Wechsel. Barrios kommt rein für Kagawa. Großkreuz kommt für Cuentraro. Das wäre, glaube ich, auch das erste Spiel von Großkreuz in der neuen Saison. Nee, das wird er. Das erste hat er, glaube ich, mitgemacht. Jetzt Götze, aber aus dem Stand noch ein Verteidiger. Deswegen ist Götze auch nicht gelaufen. Jetzt haben wir doch gesetzt, er sich gut durch. Ah, die Herzen, schade. So, jetzt können wir auch unseren Doppelwechsel vollziehen. Kagawa, Contraro gehen raus, die beiden Torschützen. Dafür kommen Barrios und Großkreuz in die Partie. Barrios jetzt hinter der Spitze. Aber Großkreuz schon. Aber Barrios? Barrios spielt auf Großkreuz. Da kommt die Flanke, dann ist Götze. Da kommt die Flanke ein bisschen zu kurz. Schade. Hier Flanke, da ist Lewandowski. Kommt noch nicht ran. Das Götze läuft am Ball vorbei. Jetzt Barrios ist auf rechts durch Flanke, kommt zu weit aufs Tor. Geht am Ende drüber, so der Flanke dann natürlich. Jetzt Götze, steckt durch auf Lewandowski. Boah, wieder Vettura. Also der Vettura ist ja richtig gut gespielt. Da hätte er den rechten Fuß nehmen müssen. Würde ich sagen, ja, da hinter den rechten Fußmännern wäre der Ball drin gewesen. Löwe jetzt mit der Ecke. Da ist Subotić. Oh, da ist wieder Wettko. Da ist nochmal Subotić. Nochmal Wettko. Also, der hält hier echt in der Partie. Ah, Götze ist jetzt auf hinten rechts zur Stelle. Jetzt Schmelzer. Jetzt durchgesetzt. Bleibt den Ball jetzt einfach mal nach vorne. Warum nicht? Schickt Großkreuz. Großkreuz Flanke wird abgeblockt zur Ecke. 66. Minute. Können wir jetzt wechseln. Leitner mit seinem Debüt in der zweiten Saison kommt für Gündogan rein. Gündogan ist ja ganz gut gespielt. So, jetzt Ecke, Löwe, darauf konzentrieren. Da ist wieder Subotić, wieder Wettklo. Meine Güte, der hält hier die Bälle. Na, wie hoch da? Na gut. Jetzt Löwe gegen Fatih. Löwe sehr gut. Leider Ecke hätte man vielleicht auch ausklären können. Aber er hat vielleicht Schlimmeres verhindert. Ecke für meine 70. Minute. Da ist Kroker. Diesmal setzt er wieder nicht durch. Löwe. Ich glaube, der wäre so an Seiten ausgegangen. Trotzdem rettet er, auf welchen Ball ein Spiel zu halten. Jetzt gibt es erstmal eine Situation. Und da schmeißt sich der Subotić mit Kopf und Kragen da rein. Das war auch eine super Aktion. Und irgendwie. Ja, da auch einfach mal liegen geblieben, noch immer. Bender muss jetzt aufpassen, hat schon gelb. Gut gelöst. Ui, das war ein Fehlpass.
Löwes zur Stelle. Gut gefährt. Jetzt schickt er Götze. Götze schickt Leitner. Leitner. Leitner schickt Lewandowski in den Sturm. Der Torwart ist wieder draußen. Mein Güte. Er ist gut, der Junge. Ah, schade. Wenn ich durchgekommen hätte. Falls er gleich durchstarten könnte, ins Ball aus mal hier hinten links. Fault doch, Posbech. Kommt trotzdem zu einer Flanke. Kokker spielt einfach mal daneben. Posbech schießt gegen das Außennetz zum Glück. Kokker springt dann irgendwie total sinnlos daneben. Er ist irgendwie noch nicht ganz. Er macht Posbech raus. Pinola kommt jetzt da vorbei. Mit dem Schuss soll zu Posbech da draußen. Zum Großkreuz. Schickt Barrios. Barrios sitzt auf dem Weg zum Tor. Oh, da fast sein erstes Saisontor, glaube ich, gemacht. Aber ein zweites, war schon eins. Ich merke mir sowas gar nicht. Barrios, jetzt schießt aus der Distanz. Das war ein schöner Schuss. Und der Wettbewerb, der feiert sich doch natürlich zurecht. Der hält hier die Mainzer am Spiel. Das war. Guter Schuss, so, Schuster geht raus, Lanić kommt dafür rein, Löwe jetzt auf der anderen Seite mit der Ecke. Da ist wieder Subotić, man kommt da nicht ran. Dann ist Leitner, spielt raus auf Götze. Flanke bekommt, da hinten erstmal keiner, Barrios ist jetzt mal noch zur Stelle. Er verliert auch den Ball. Trotzdem Ball sofort wieder in unseren Reihen. Über Götze. Götze läuft, Art. Der Ball wird weggespitzelt. Muss gerade schießen. Die Mainzer jetzt nach vorne stellen. Die letzten 4 Minuten müssten sie eigentlich. So, hier fehlt ein paar Schmelzer. Das war gut von ja, endlich mal eine erste Aktion mit. Jetzt wird Götze geschickt. Götze wird geschickt. Setzt sich irgendwie nicht so wirklich durch. Doch. Noch eine gute Grätsche von ihm. Aber jetzt Großkreuz. Er kann noch was ist. Tanz schießen. Macht er. Ich glaube, sein drittes Saisontor müsste es jetzt gewesen sein. Aber solch ein Strich ist ja auch schwer zu halten. Demnach kann man da keinen großen Vorwurf machen. Er hat einfach übelsten Hammer. Mit Subotić gegen Ayalo. Flanke kommen. Weinfeller ist auch zur Stelle. Da haben wir den Torschützen. Geht jetzt nach vorne. Passt durch auf Lewandowski. Da kommt noch ran. Jetzt Götze, Lewandowski. Großkreuz. Boah, da ist jetzt weggegrätscht. Trotzdem kein Foul. So, Schluss und aus. Dortmund gewinnt auch das dritte Spiel in Folge. Diesmal mit 3:1 gegen Mainz 05. Contrao, Calabria und Großkreuz haben die Tore erzielt. Und für Mainz hat Posbech zum Ausgleich zwischenzeitlich getroffen. So, die Endergebnisse. Mainz verliert 1:0 gegen Hoffenheim, Schalke gewinnt 1:0 gegen Kaiserslautern, Hannover, Leverkusen 1:1, Hannover 3:1 gegen Nürnberg, Wolfsburg 1:0 gegen München und Bremen 2:1 gegen Hertha. Das waren die Nachmittagsergebnisse. Die Spiele waren schon längst vorbei. Wir haben diesen Abend gespielt. So, bei uns bester Spieler Coentrao, ein Tor, eine Vorlage. Das ist doch mal gut. So, spaziert Dortmund wieder Richtung Meisterschaft, jetzt in 3 Tagen das erste Gruppenspiel. Wer ist überhaupt in unserer Gruppe in der Champions League? Haben wir das schon nachgeguckt? Ich glaube nicht. Bei uns in der Gruppe Manchester City, Fiorentina und Anderlecht. Ui, das ist mal eine recht harte Gruppe, würde ich mal sagen.
Aber das können wir alles schaffen, jetzt erst einmal gegen Anderlecht. Shaquille, ich möchte Ihnen sagen, dass ich zwar noch nicht ganz erholt bin, aber mich trotzdem bereit fühle. Hoffentlich werde ich im nächsten Saisonspiel eingesetzt. Das würde mir viel bedeuten. Ja, ob du gegen Anderlecht dabei bist, weiß ich noch nicht, aber dann gegen Freiburg mit Sicherheit. Hier im ersten Champions League-Spiel bei FIFA 12 in der Saison mit Dortmund würde ich ihn ganz gerne noch schonen. Also, wir sehen uns dann zum ersten Champions Cup-Spiel in Anderlecht in Belgien, müsste das glaube ich sein. Also, auf nach Belgien, holen wir uns den Champions Cup. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!